Marsch. Oh, Hofmann attackiert noch früh den anderen Kapitän. Das zahlt sich schon mal aus. Oh, und dann ein rüder Einstieg von Manuel Ortlechner. Und es gibt bereits nach 13 Sekunden die erste gelbe Karte. Da hat sich Ortlechner selbst in die Bredouille gebracht. Mit diesem Konzentrationsfehler gleich zu Beginn. Hofmann luchst ihm den Ball ab und dann die Grätsche von Ortlechner. Der Ball war weg. Hier gut zu sehen, er trifft nur den rechten Fuß des Rapid-Kapitäns, der vielleicht auch ein wenig mehr aus der ganzen Geschichte gemacht hat, als eigentlich war, aber die gelbe Karte geht in Ordnung. Freistoß durch Branko Boskovic, der war nicht gut. Aber es könnte über die Standards gehen, da ist Rapid extrem gefährlich. Hat exakt die Hälfte aller bisherigen 34 Saisontreffer nach sogenannten ruhenden Duellen erzielt. Ohne Terence Boyd ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass die Hütteldorfer hier eine Flanke nach der anderen in den Strafraum von Heinz Lindner dreschen werden. Der erste Schuss ist da, kam von Guido Burgstaller. Er ist der Rapid-Topscorer mit 8 Toren und 4 Assists. Wird sich heute sehr oft auch auf der Position dieser sogenannten Speerspitze wiederfinden. Jetzt bereits rochieren Sabitzer, Hofmann und er. Holland wäre wohl Hosiner im Abseits gewesen. Hofmann aus der eigenen Hälfte für Sabitzer, der gibt den Ball etwas früh weh. Schamel gewagt. Also zu seinem Glück, erstens war da noch Hofmann, der den Ball ablocken konnte, wäre sonst eine tolle Vorlage für Philipp Hosiner geworden. Und zum Zweiten gibt es den Foulpfiff. Max Hofmann. Zusammenspiel mit Sabitzer hat da nicht wirklich funktioniert. Marcin Sabitzer kann den Ball kurzfristig zurück erobern. Bezos ins Nirvana. Ja, Boskovic und Bezos im Zentrum. Das spricht schon dafür, dass Zoran Barisic hier für viel Ballsicherheit im zentralen Mittelfeld bei seiner Mannschaft sorgen möchte. Heinz Lindner hat es schon in Minute 4 nicht allzu eilig. Zum Beispiel Bezos an Hosiner. Thomas Bezos, ja der Gelbkönig bei Rapid, kassiert er heute eine Verwarnung. Ist es die 9. und dann fällt er kommenden Sonntag gegen die Admira. Aber lassen wir die Zukunftsmusik mal abgedreht. Die Austria kommt zu ihrem ersten Eckstoß. Wischaub also hat die Rückennummer 10 gewählt in diesem Frühjahr, tritt da in große Fußstapfen. Da fallen mir die Namen Brucic, Sabicevic. Ja, und auch Roman Wallner ein, der war bislang der letzte bei Rapid, der den Zehner auf den Buckel getragen hat. Ecke durch Thomas Salomon, die war nicht optimal. Rogul mit dem Kopf da noch dran und dann Bezos mit dem Ausputzen per Scherenschlag. Burgstaller vorbei an Koch. Gute Übersicht von Guido Burgstaller. Hofmann schießt Boskovic ab und im zweiten Versuch bringt er den Ball nur 3 Meter weit.
Ja, plötzlich richtig Stimmung in der Bude nach dieser sehr gefährlichen Offensivaktion von Rapid. Fabian Koch im Glück, dass da nicht mehr passiert ist. Er hat da hinten bei der Ecke für die Austria abgesichert oder hätte es zumindest machen sollen. Gelungen ist es ihm nicht wirklich. Sabitzer mit der Vorlage für Hofmann. Da steht Boskovic im Weg, sonst stünde es wohl 1-0 für Rapid. Bande ist beim Fußball suboptimal. Dort Günter Burgstaller aus sehr kurzer Entfernung den Ball wohl in den Solarplexus bekommen und ringt nach Luft. Aber Burgstaller wieder auf den Beinen, wohl kurz durchdehnen. Suttner mit dem Einwurf. Elegant. Diesmal bringt Koch noch einen Fuß dazwischen. Gut von Schrammel, dass er das Spiel da schnell macht beim Einwurf. Ja, Burgstaller nützt ja fast jede Gelegenheit dazu abzuziehen. Diesmal stand er allerdings in Abseitsposition. Das ist eine richtige Entscheidung. Getroffen von Stefan Kür. Zweikämpfen. Dann hast du ja mit dem nächsten Foul Koch an Sabitzer. Kurzer Blick auf die Wechselspieler bei Rapid. Der frühere U17-WM-Torhüter Kroatiens, Marko Maric auf der Bank. Samuel Radlinger, Sie kennen die Geschichte sicherlich, nach einer Meniskus-OP nicht einsatzfähig. Das Schöne für Rapid, Deniala ist wieder da. Im Mai des vergangenen Jahres hat das diese Teilung der Achillessehne gegeben, ist zu einem Zeitpunkt, dass es schien, der beste Genialer aller Zeiten sei in der Bundesliga unterwegs. Auch bei der Austria ein blutjunger Ersatztorhitter, Osman Hatschkic, ja kaum zur Nummer 2 befördert, schon verletzt. Tino Casali, der 18-jährige Kärntner aus Spital an der Drau, ist da heute als Reservist da. Und wie erwähnt, Ulla Kamara, der Stürmer-Neuzugang, der effektivste Spieler der abgelaufenen Saison in Norwegen, ist er dort mit dem Club aus Drammen Meister geworden. Schaub. Ja, Trimble möchte den Ball, Schaub zieht aber nach innen. Guter Schuss, aber ebenso stark pariert von Lindner. Zehnte Minute, der erste wirklich gefährliche Torschuss, der auch auf den Kasten von Lindner kommt. Viel Platz für Schaub, spät geht der Ortlechner raus, um zu attackieren, zu spät. Aber dann fällt der Schuss doch etwas mittig aus, Heinz Lindner, obwohl er da 4 Meter vor der Linie steht. Kommt die Kugel
zur Ecke abwehren. Also auch erster Eckstoß jetzt für Grün und Weiß. Boskovic. Ja, da war sie. Die Kopfballchance. Austrias Anfälligkeit nach Ecken setzt sich offenbar im Kalenderjahr 2014 fort. Ausgerechnet Louis Schaub, der ja nicht unbedingt ein Kopfballungeheuer ist, aufgrund seiner Körpergröße, kam da zu dieser Gelegenheit. Die Lieblingsnummer von Louis Schaub ist da eigentlich der Elfer, aber den bekommt er bei Rapid, solange Steffen Hofmann gerade gehen kann, sicher nicht. Außerhalb des Spielfeldes. Thomas Schrammel augenblicklich gesetzt als Linksverteidiger bei Rapid. Dieses Luxusproblem des Herbstes stellt sich augenblicklich nicht mehr. Denner ja an Wiener Neustadt verliehen und Stefan Paller ist aktuell erkrankt. Das nächste Fall von Petzus. Thomas Salomon sehr gute Freistöße schießt, direkt wie indirekt hat er in der Herbstsaison beim SV Scholz-Krödig des Öfteren bewiesen, aber der ist zu kurz ausgefallen. Sportdirektor hat doch oben auf der Tribüne neben dem Präsidenten Platz genommen. Zu klein offenbar die Bank des SK Rapid. Alles Müller oder wer? Naja, der Vorgänger Helmut Schulte hat eine gehörige Grundportion Humor mitgebracht vor einem Jahr, um auch nicht gleich mit dem sogenannten Wiener Schmäh auf Konfrontationskurs zu gehen. Schauen wir mal, wie es dem neuen Mann, der also auch sein Ligadebüt mit einem Wiener Derby feiern darf, mit den Herren Barisic und Janka, der mittlerweile ja wirklich assimiliert ist, so wie Thomas Hickersberger geht. Nach 14 Minuten um, die Austria hat ihren zweiten Eckstoß, den ersten von rechts. Da darf jetzt David de Paula ran. Ja, der kommt scharf und mit viel Effekt, sehr gefährlich. Und da ist Salomon und da ist nicht das 0-1. Die erste wirklich brennende Situation im Rapid-Strafraum. Eckball war schon sehr gut getreten. Dann geht es da Ping-Pong im Rapid-Strafraum. Trimmel bringt den Ball zuerst so weit, dass er nicht direkt aufs Tor kommt. Schießt dann allerdings Salomon fast schussgerecht an. Nächster Versuch, de Paula. Also diesmal war für Fabian Koch keine große Gefahr, dass er da erneut überlaufen wird.
Nochmals hingeschaut, Roguls Kopfball, dann Trimmel, der den Ball für Ortlechner irgendwie abfälscht. Trimmels nächster Versuch. Und Thomas Salomon mit dem Maschinenfuß und mit einer grünen Mauer verhindert der SK Rapid hier einen Rückstand. Und das im laufenden Spiel. Also gute Viertelstunde gespielt, jetzt hat auch die Austria ihre erste prickelnde Torchance gehabt. Rapid hat nicht mehr so erdrückend viel Ballbesitz wie in den ersten 5-6 Minuten, gewinnt aber mehr Zweikämpfe und an der Grundeinstellung von Rapid war in dieser ersten Viertelstunde auch zu sehen, dass die Mannschaft hier einfach das Spiel bestimmen möchte. Das ist ihr ganz gut gelungen. Ein paar Minuten sehr passive, abwartende Austria wird jetzt allerdings aktiver. Murk. Böser Fehlpass, Hofmann. Andere Hofmann. Eine kluge Spielverlagerung, nachdem da die Passwege ins Zentrum nach vorne zugestellt wurden, Sonnleitner. Spielt der Neuzugänge. Versucht der Doppelpass, der Paula Salomon. Das hat nicht ganz funktioniert. Boskovic eher vorsichtig, doch noch mal hinten rum. Und der Ball kommt postwendend zurück. Keine gute Klärung von Maximilian Hofmann war das. Der Paula nicht gefault. Elegant Florian Mader auf Salomon, der nicht im Abseits. Flanke auch gut, aber Hosener kommt nicht ran, weil Maximilian Hofmann seinen kleinen Lapsus von zuvor hier per Kopf ausbessern kann. Kurze Variante, die Paula mit dem schwächeren Fuß. Dann Suttner. Nächster technischer Fehler von Thomas Schrammel nahe der Seitenlinie. Wieder ist ihm der Ball daraus gerutscht. Nochmal das Gusto-Stück von Flo Mader. Und dann macht das Maximilian Hofmann richtig gut, den Thomas Schrammel, der da zwar reingerückt ist, aber keine gute Position mehr hatte, hätte hier einen Kopfball von Hosener nie und nimmer verhindern können. Eine Ecke als ein völliger Lapsus, hier wohl der Hintergedanke bei Heinz Lindner. Zweiter Eckstoß Rapid, wieder Branko Boskovic, Lindner wieder mit den Fäusten, diesmal sehr hart bedrängt. Thank you.
stark gemacht von Trimmel, der hier dem Leichtgewicht Burg überhaupt keine Chance in diesem Zweikampf gelassen hat. Der Pass von Steffen Hofmann dann nicht Güteklasse A. Heinz Lindners Schuhwerk ist nicht gut adjustiert. Vielleicht ein Mitgrund für dieses kleine Hoppala zuvor. Lieber Herr Trachter, mein Schuhband ist offen. Erholungspause geht es weiter, wenn schon die Rede davon war, wie taktisch geprägt von Vorsicht dominiert die vergangenen Derbys waren. Dieses lässt sich recht gut an. Das Tempo ist in Ordnung. Beide Teams gehen auch energisch in Zweikämpfe. Attribute, die ein unterhaltsames Fußballspiel kennzeichnen. Ich denke, geht in Ordnung, dass die Austria da den Einwurf bekommt. Salomon. Jetzt könnte es die erste Gelbe für Rapid geben. Die gibt es auch. Christopher Trimmel will das nicht wahrhaben. Reagiert ähnlich wie Manuel Ortlechner in der ersten Minute auf Freistoß und Verwarnung seinerseits. Ja, aber wer so in einen Zweikampf geht, darf sich dann nicht wundern, lieber Christopher Trimmel. Auch wenn er hier Salomon nicht wirklich erwischt, der Ball war ganz woanders. Mit der Sohle voraus, auch diese gelbe Karte geht absolut in Ordnung. Freistoß de Paula. Ja, da hat Holland noch gelauert, allerdings in einer Lauerposition, die es ihm nicht mehr ermöglicht hat, noch an den Ball zu kommen. Sabitzer da sehr einfach am Kopf vorbei, aber da kommt die Unterstützung von zwei Mitspielern. Diese Unterstützung erweist sich dann aber letztlich doch als zu resolut. Wo ist der Rogol? Da ist der Rogol. Freistoßentscheidung richtig. Nächster Versuch von Steffen Hofmann, wieder mit viele Fähe Richtung Tor gezogen und zumindest gibt es wieder Ecke für Grün und Weiß. Sonnleitner war eigentlich der Adressat, aber hier gut zu sehen, Kaya Rogol befördert den Ball dann über die Torauslinie. Petzus hätte da die Idee gehabt für eine kurze Variante. Steffen Hofmann hat eine ganz andere Idee. Der war nicht schlecht, der war gut getreten und es gibt schon wieder eine Torchance für Maximilian Hofmann im Anschluss an einen Eckstoß. In den Verlangsamungen deutlich zu sehen, wenn der ein paar Zentimeter weiter rechts kommt, steht es 1-0. Da hätten weder Lindner noch seine Mitspieler etwas dagegen machen können. Ja, Vorteil nach diesem Foulspiel von Schrammel. Jetzt kommt er nicht in den Zweikampf mit Hosener. Die Idee von Hosener war gut, die Ausführung nicht.
Aber dann wird ein möglicher schneller Konter von Rapid hier sehr früh gestoppt. Guter Aufbau davon, Max Hochmann, sehr gut temperiert. Rosina, wunderbar gespielt, auf David De Paula, der vorbei an Nobota, die Austria führt 1-0. Perfekter Konter. Alle Achtung mal, Philipp Hosina für diesen Pass, keine Rede von Abseits. De Paula entwischt der Rapid-Abwehr, der Haken ist auch in Ordnung, der Abschluss sowieso. Was für ein Einstand für Neno Bielitzers Lieblingsspanier. Zwei Bundesliga-Tore hat David De Paula für den WRC erzielt. Da gab es am Ende dann jeweils 6 Stück für die Wolfsberger. 3-6 gegen seinen jetzigen Arbeitgeber, gegen die Austria. 2-6 in Salzburg. Ich will ja jetzt nicht unten, aber dass Rapid heute noch 6 Tore macht, erscheint irgendwie nicht so wahrscheinlich. Rapid mal gefragt, zumindest ein Tor zu machen, um hier den Gleichstand wieder herzustellen. So haben es die Zuschauer von der Nordtribüne gesehen. Tja, viel besser kann man so eine Konteraktion nicht spielen. Sonnleitner kann den Ball fast noch im Spiel halten. Vor einem Jahr hat die Austria hier gegen eine früh dezimierte Rapid-Mannschaft noch Gelb-Rot für Branko Boskovic mit viel Mühe 2-1 gewonnen. Damals begann der violette Meister-Express dann so richtig auf Touren zu kommen, während bei Rapid eine Talfahrt eingesetzt hat. Die Rapid-Lok hat daraufhin den Heizer gewechselt, sprich Peter Schöttl, den der neue Sportdirektor damals, Schulte, erst kurz davor verlängert hatte, wurde beurlaubt. Und genießt seinen Urlaub. Hosina, naja, richtig gesehen von Oliver Trachter, das war kein Foul von Sonnleitner. Das war sehr wohl ein Foul von Holland, da hat er mit beiden Händen angetaucht. Sofort das Zeichen von Trainer Bielitzer, zurück mit euch, hinten wieder dicht machen. Holland bekommt mal verbal etwas mit, Mader ebenso. Mader für diese Geschichte. Gut zu sehen bei der Austria, bei Ballbesitz Rapid im statischen Spiel, wie sich immer einer der beiden, Mader oder De Paula, zurückfallen lässt, um dann da mit Holland im Zentrum die Passwege zuzustellen. Sobald die Austria im Ballbesitz kommt, orientieren sich sowohl Mader als auch De Paula blitzschnell nach vorne.
So viel zum eingangs erwähnten Thema, das System der jeweiligen Spielsituation anpassen. Koch, das war gut gelöst im Doppelpass mit dem sonst eher unauffälligen Murk. Und dann Sonnleitner wieder mit einem guten Tackling. War der Ball nicht schon draußen? Ja, der Assistent Roland Brandner sehr nah dran am Geschehen, sagt nein. Der geht sich aus. Steffen Hofmann, 3 gegen 3, 4 gegen 3. Wenn sie es gut und schnell spielen, das war nicht gut. Wir schauen noch mal ganz genau nach. Also im Zweifelsfall geben wir dem Assistenten recht. Wie hat der legendäre Kurt Benecker vor gefühlten 150 Jahren bei seinen Tennisübertragungen so oft gesagt, der Ball hat die Linie angekratzt. Und die Linie hat sich nie gewehrt. Weil eine gute halbe Stunde hier absolviert. Rapid hat punkto Ballbesitz wieder etwas zugelegt. Die Austria allerdings hält, was die Zweikämpfe betrifft, jetzt noch besser dagegen. Und wird, da lehne ich mich mal vom Balkon runter, wohl Vorsicht als oberstes Gebot, zumindest für den Rest dieser ersten Hälfte, mal ausgerufen haben. In Anbetracht der Führung kein Risiko. Rapid gefordert, die Austria wird zu Kontermöglichkeiten kommen. Kommt jetzt zu einer mit Murk de Paula in der Mitte. Der kommt nicht ran, war da zwei Schritte zu weit vorne. Fabian Koch, da ist de Paula, jetzt war er ein paar Meter zu weit vorne, abseits. Ja, Murk spielt da den Ball genau zwischen seinen beiden Mitspielern durch. Ja, und dass das abseits ist, ist mit freiem Auge schon gut erkennbar gewesen. Obwohl nach Admira gegen Sturm gestern bin ich mir da nicht bei allen so 100%ig sicher. Interessant war jetzt die Reaktion von Nenad Bjelica auf dieses Foul von James Holland. Die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das sind Situationen, die die Austria vermeiden wollte. Diese Freistöße aus dem Halbfeld. Eine große Stärke an und für sich von Rapid. Dank Steffen Hofmann, aber auch dank Branko Boskovic. Aber das klappt heute noch nicht so wirklich. Die Ecken bisher gefährlicher als die Freistöße. Ciao. Schammel, der Zeit und Platz zum Flanken hat, macht das normalerweise gut. Das war ungeschickt von Florian Mader. Handspiel, die Entscheidung, und jetzt gibt es einen Freistoß, den man wohl auch mal direkt aufs Tor versuchen kann. Ja, unglücklich.
Der Ball springt da vom Schuh rauf auf den Ellbogen von Mader. Aber er verschafft sich damit natürlich auch einen Vorteil knapp außerhalb des eigenen Strafraums. Nur noch mal Lagebesprechung. Hofmann oder Petzos? Das ist für mich die Frage. Die Mauer steht. Und Steffen Hofmann schießt und schießt. Gut! Und Tor! Eigentor, Austria, Eigentor, Kaya Robol, 1-1, 36. Minute. Großartiger Hofmann-Freistoß. An dem Mitten einfach nicht mehr rankommt. Und dann ist es einfach nur Pech für Robol, dass der Ball von der Querlatte so zurückspringt, dass er einfach nicht mehr ausweichen kann. Zum 1:1. Ein wunderschöner Freistoß von unserem Kapitän, unserer Nummer Steffen! Ja, das Rumpelstilzchen-Gesicht trägt er noch, der Rapid-Kapitän, aber die grün-weiße Family kann jetzt etwas entspannter in weiteren Minuten in diesem Derby zusehen. Philipp Hosiner im Abseits. Apropos Rumpelstilz. Naja. Da lag wohl Roland Brandner nicht richtig und das bekrittelt Nenad Bilic ja auch beim Schiedsrichter. Also abseits ist dann, wenn ich pfeife, wird Trachter dem Austria-Trainer jetzt nicht unbedingt gesagt haben. Aber Bilic natürlich auch noch nicht ganz wieder auf Normalpuls, schon diese Freistoßentscheidung. Nach dem Handspiel von Mader hat ihm nicht unbedingt gefallen. Auf Trimmel. Diese Option hat Rapid heute noch nicht aufgezogen. Diese Vorstöße von Christopher Trimmel waren ein großes Plus von Rapid in der Herbstsaison. Das kann nicht daran liegen, dass Trimmel die Hütteldorfer im Sommer verlassen wird. Mit Mario Pavelic baut Zoran Barisic ja schon einen Nachfolger für Christopher Trimmel auf. Und jetzt ist der andere Trainer sauer, weil es nach dieser Attacke von Boskovic Freistoß für die Austria gibt. Ja, wer trifft? James Holland. Geschehen, aber nicht in der Lage, mit dem Kopf ranzukommen. Kein Abseits von Hosiner. Ja, dann prallt er regelrecht am Athleten Trimmel ab.
Also ein 0:1 war für Rapid im Herbst wahrlich kein Grund zur großen Besorgnis. 10-mal war Grün und Weiß so in Rückstand geraten und im Anschluss noch 12 Punkte geholt mit 3 Siegen und 3 Unentschieden. Unentschieden steht es auch jetzt und jetzt zieht Hofmann mal diese Option Trimmel. Die Hereingabe war nicht unbedingt für Schrammel gedacht und dass Thomas Schrammel kein Torjäger im herkömmlichen Sinne ist, das ist in der Liga auch bekannt. Hosener ist ein Torjäger, diesmal schickt er De Paula auf die Jagd und der kommt mit einem Erfolgserlebnis zurück. Die Austria hat 2 Treffer gemacht und trotzdem steht es 1:1. Hier nochmal das Eigentor von Kaya Rogol. Die 20er-Marke an Foulvergehen geknackt. Also vorher war für mich die Frage Hofmann oder Bezos, da hat es Hofmann gemacht. Angesichts dieser Distanz tippe ich jetzt mal ganz stark auf Thanos Bezos. Gib dir den Kick. Das kann er wesentlich besser, das hat er uns im Herbst auch schon einige Male gezeigt. Nach 2, 3 kleinen Wutausbrüchen hat Zoran Barisic auch wieder Platz genommen. Viel Platz, zu viel Platz, zu viel Grün zwischen Schrammel und dem Ball. Wir gehen gleich in die letzte offizielle Minute dieser ersten Hälfte. In Kürze wird der 4. offizielle Manuel Schüttengruber, heute übrigens gemeinsam mit dem Herrn Papa, mit Manfred Schüttengruber im Stadion, der ist Spieldelegierter der Bundesliga, und seine etwaige Nachspielzeit auf der Leuchttafel kundtun. Es wird dann wohl ein 2er da draufstehen. Holland. Also ich bin kein Freund der Formulierung, jemanden über die Klinge springen lassen, aber das hatte schon was davon. Marcel Sabitzer geht wieder. Hofmanns Freistoß, er kommt gut. Lindner allerdings mit der Faust diesmal richtig souverän. Trotz großer Bedrängung und Oliver Drafter hat auch einen Foulspiel erkannt.
Also der grüne Zweier des neuen FIFA Referees. Also zumindest Punkt der Einsatz ist Thomas Murk positiv zu nennen. Spielerisch konnte er heute da noch nicht viel zu diesem Derby beitragen. Er hat ja anstelle von Dani Reuer da auf dem Flügel operiert. Den sei auch noch mal erwähnt, erfolgreichsten Assistgeber der Austria in dieser Saison. Aber spielerische Glanzlichter gab es trotz hellstrahlenden Flutlicht hier im Westen Wiens wenige in diesem 308. Derby bis jetzt. Das erinnert irgendwie an britischen Fußball, was uns die beiden Teams über mittlerweile fast 47 Minuten bieten. Nochmal rein der Ball durch Thanos Petzos und wieder raus der Ball, und das sollte es dann mit dieser ersten Hälfte auch schon gewesen sein. Choreografie der Austria ist angekündigt und genehmigt. Toll war sie nicht unbedingt. Rapid jetzt von links nach rechts. Manuel Ortlechner, der seit der ersten Minute mit der Bürde einer gelben Karte unterwegs ist. Natürlich für einen Innenverteidiger nicht die angenehmste Aufgabe, aber der Austria-Kapitän hat so viel Erfahrung, dass er das Kind irgendwie schon schaukeln wird, immerhin heute in seinem 375. Bundesligaspiel. Leicht benebelt noch vom Rauch, der da von der Austria-Fan-Tribüne auf das Spielfeld reinzieht. Guter Einsatz von Sabitzer da gegen Koch. Burgstaller mit viel Ballglück gegen Rogol. Guido Burgstaller, da wird es sehr eng und dann entscheidet er sich für die schwierigste Passoption. Sabitzer technisch einwandfrei. Der finale Pass auf Burgstaller fällt dann nicht präzise genug aus. Rosenau wieder mit einem für die Galerie. Salomon, ich hatte den Eindruck, der war vorne. Der Assistent Kür ist anderer Meinung. So gibt es in letzter Konsequenz hier den ersten Eckstoß der zweiten Hälfte. Kontrolle ist besser, aber allein von der Rasenschattierung her gesehen, glaube ich doch, dass Thomas Salomon da knapp, aber doch im Abseits war. Im Zweifelsfall hier also für den Angreifer oder wie auch immer, David de Paula mit seinem nächsten Versuch von der Eckfahne. Ein paar aufmunterte Worte einiger Rapid-Sympathisanten hat er da noch mitbekommen. Und
zwar trocken und risikolos, Maximilian Hofmann mit diesem Abschlag. Einen kleinen Fehler heute begangen mit einem Pass vom eigenen Strafraum weg, der die Austria in gute Position gebracht hat, hat diesen allerdings dann mit der Kopfballklärung vor Philipp Hosiner sofort wettgemacht. Bislang ein sehr gutes Spiel des Youngsters in der Rapid-Innenverteidigung. Christopher Thibon also gesperrt, der würde ja so gerne bei Rapid bleiben, aber da hat wohl Red Bull Salzburg das letzte Wort. Allerdings so wie man in der vorigen Saison mit Thibon in Salzburg umgesprungen ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass man dort große Werte auf Thibons Dienste legt. Bezos kann es nicht nur per Freistoß, der kann es auch aus dem laufenden Spiel aus großer Distanz. Allerdings ein Schuss, der nahezu zentral aufs Tor kommt. Freie Sicht auch für Heinz Lindner und den hat er sicher. Marco Boskovic hat seinen 50er schon gefeiert. Das hat jetzt nichts mit dem Alter zu tun. Der Spieler dieses Derbys, der in der ersten Hälfte die meisten Ballkontakte hatte, 49 an der Zahl, viele davon allerdings auch so wie hier gesehen, nur beim Ball prallen lassen im Spiel aufbaut. Kleiner Ausrutscher von Sonnleitner. Murk. Salamon. Ah, und dann kommt der fliegende Slowake. Starke Aktion von Jan Novota. Viele Skeptiker ja eine Faustkämpfermanie nachgesagt haben, aber der kann auch richtig sicher zupacken. Sonnleitners Ausrutscher ist ohne Folgen geblieben. David De Paula, so etwas wie der neue Herr des ruhenden Balles bei der Wiener Austria mit einem weiteren Freistoß aus dem Halbfeld. Da gibt es Ähnliches wie bei Steffen Hofmann bei den indirekten Freistößen. Die Ecken sind gefährlicher. Gute Spielverlagerung von Boskovic. Trimmel kommt da mit vollem Tempo. Da bleibt Ortlechner nur die Klärung auf Kosten eines Eckstoßes. Mit der Ecke, die war gut. Suttner auch gut. Dann Schaub. Mutig von Florian Mader, da mit dem Bein in luftiger Höhe.
Schaub. Jetzt geht die Fahne von Roland Brandler hoch. Abseitsentscheidung gegen Schrammel. Und das ist richtig. Aber Kompliment an Mario Sondleitner für seine vorangegangene Aktion, also da den Ball mal ganz salopp mit der Sohle gespielt hat. Stürmerposition, da ist Murk, aber dem springt der Ball da meterweit weg vom Schuh. Sabitzer hat Burgstaller neben sich, der zieht jetzt rein ins Zentrum. Aber Sabitzer hat alle Mühe, den Ball da noch zu flanken. Letztlich verhindert Rogul, dass die Flanke auch bei einem Rapidler ankommt. Stark von James Holland, der dann nicht nachlässt und somit dafür sorgt, dass Sabitzer keine optimale Position mehr für die Flanke hat. Nach langer Zeit wieder mal eine Ecke von links für Rapid. Da darf wieder Steffen Hofmann ran. Suttner erneut der Austria-Abwehrspieler, der nach dem Corner per Kopf klärt. Starker Einsatz von Thomas Salomon verhindert da, dass Rapid zu einer zweiten Möglichkeit kommt. Gespielt in Hälfte Nummer 2. Spielcharakter ähnlich wie in der ersten Viertelstunde der ersten Hälfte. Rapid bemüht hier etwas Druck aufzubauen. Die Austria schaut sich das in der eigenen Hälfte im Spiel, sogenannten Spiel gegen den Ball, mal an. Und versucht bei Ballgewinn zu kontern. Mader. Da sollte er jetzt aufpassen. Aufpassen zum einen, nicht ein Foul zu begehen, zum anderen, dass er da nicht irgendwelche Körperteile des Gegners ins Gesicht bekommt. Ja, Novota hat sich kurz beschwert, dass Oliver Trachter hier Rapid einen Vorteil genommen hätte, aber naja. Ja, starker Einsatz von Steffen Hofmann, aber dann auch hier der entscheidende Pass zu unpräzise. Ui, und was für ein Patzer. Maximilian Hofmann sagt mal gedanklich, danke lieber Philipp Hosener.
Burgstaller setzt sich da gegen Ortlechner durch. Die erste Top-Chance in der zweiten Hälfte. Guido Burgstaller verlangt nach einem Eckstoß, den gibt es nicht. Aber ganz stark, wie er hier in der Drehung den Ball annimmt, sofort abzieht. Und es könnte durchaus möglich sein, dass Heinz Lindner da noch Fingerspitzen dran hatte. Wenn dem so war, dann hat es der Schiedsrichtergespann nicht gesehen. Naja, Rapid giftig, auch in den Zweikämpfen am gegnerischen Strafraum. Aber das sind wir speziell von einem Guido Burgstaller ja über Jahre gewohnt. Der lässt da vorne einfach nicht locker. Setzt Rogol so lange unter Druck, bis der Ball bei Grün landet. Und Sabitzers Versuch wird dann noch geblockt. Also gute Phase des SK Rapid. Schaub, da drüben geben sie Flaggen, Signale. Burgstaller abseits. So, da schiebt die Austria-Abwehr nach links. Wo ist Koch? Der ist weit weg von Sabitzer. Die Idee von Sabitzer gut, Burgstaller per Kopf zu bedienen, aber der war klar im strafbaren Abseits. Markus Suttner, der fleißigste Flankengeber bei der Austria, aber was der heute in den gegnerischen Strafraum gebracht hat, war nicht so toll. Aber noch gibt es ja hier eine halbe Stunde Fußball zu spielen und immer wieder Gelegenheit für diese Duelle, Burgstaller gegen Rogol. Soran Barisic hat ebenso wie sein Gegenüber Nenad Bjelica längst drei Ergänzungsspieler zum intensiven Aufwärmen geschickt. So, die Zeit um Minute 65 herum ja eine beliebte, um mal Spielerwechsel vorzunehmen. Zum Beispiel ein Dominik Starkel, eine Offensivoption bei den Grünen und bei der Austria unter anderem auch Ulla Kamara. Murk hat er gut gemacht, etwas Tempo rausgenommen, Kollegen die Zeit gegeben, nach vorne mitzurücken. Der Ball von Suttner war schon gut. Da ist Salomon. Ja. Ohne Schnörkel. Der Heimkehrer
bei der Austria, aber eben auch ohne die nötige Präzision. Der auch jetzt besser zur Geltung kommt als in der ersten Hälfte. Etwas initiativer wirkt. Die Rapid überhaupt dieser zweiten Hälfte den grünen Stempel aufdrückt. Knapp 70% Ballbesitz für die Heimmannschaft seit dem Wiederanpfiff. Rammel. Immer wieder David de Paula, verfolgt von Petzos. Hatte nur eine Möglichkeit abzuspielen Richtung Hosina. Dass der Ball durchkommt, dafür hätte doch einiges schieflaufen müssen in der Rapid-Defensive. Sabitzer nicht einverstanden mit der Freistoßentscheidung, aber er hat zuerst geklammert. Bislang eine sehr anständige Schiedsrichterleistung von Oliver Trachter. Daniel Reuer könnte der erste Wechselspieler in diesem Derby werden. Freistoß Salomon. Da kommt er, der Faustkämpfer. Jan Novota. Das war etwas zu salopp von Christopher Trimmel, dieser Lob-Versuch. Branko Poskovic macht es wieder gut. Ecke. Philipp Hosener hat sofort rausgezeigt zur Cornerfahne. Oliver Trachter hat die Bewegung mitgemacht. Ist es auch richtig? Denke ja. Salomons Eckstoß. Von Sondleitner. Nochmal Salomon. Da hätte sich Suttner angeboten, dann war der Passweg allerdings schon zu. Das löst Branko Poskovic ganz routiniert. Unaufgeregt. Der Montenegriner im Zuge der Herbstsaison ja nicht unbedingt immer mit Glanzvorstellungen, auch gesundheitlich oft gehandicapt. Heute macht er ein richtig gutes Spiel. Fabian Koch, der hat so seine Mühe in diesem Derby, sowohl defensiv als auch offensiv. Jetzt kommt es zum ersten Wechsel und der überrascht mich nicht wirklich. Thomas Murk war über weite Strecken nur ein Teilnehmer dieses Derbys. Und jetzt sorgt Nenad Bjelica wohl für mehr Wirbel
auf den Flügel, indem er Daniel Reuer bringt. Ganze 24 Ballkontakte für Murg. Von einem Passagier will ich nicht sprechen, aber der hatte auch schon Auftritte in der Bundesligamannschaft der Austria, die auffälliger waren im positiven Sinne. Klassisches Missverständnis zwischen Suttner und Salomon. Dann noch das Holland ebenso unaufgeregt wie Boskovic kurz zuvor auf der anderen Seite. Jetzt kann mich Fabian Koch mal, was die Offensive betrifft, Lügen strafen. Er bricht da kurzfristig ab und dann wird De Paula hier fair vom Ball getrennt. Von Sabitzer. Burgstaller nimmt Schrammel mit, bringt er mal eine anständige Flanke. Ja, die ist anständig, aber bringt letztlich nichts ein. Wieder Sabitzer. Diesmal die Hereingabe von Schrammel geblockt. Und das nicht ganz ohne Folgen. David De Paula angeschlagen. Kommt da noch eine leichte von Burgstaller mit, kommt dadurch völlig aus dem Gleichgewicht. Diese Verletzung allerdings dann doch letztlich ohne Fremdverschulden passiert. Nenad Bjelica schwant der Unheil. Wäre eine Riesenschwächung für die Austria, könnte David De Paula hier nicht weitermachen. Versucht jetzt da den Schmerz mal, wie es so schön heißt, rauszulaufen, aber ins Laufen kommt er noch nicht wirklich. Und auf ein Kopfballduell kann er schon gar nicht gehen. Aber er kann es nach wie vor mit dem Ball. Freundschaftlicher Klaps noch von Sonnleitner auf den Kopf von Philipp Hosiner. Der Torschützenkönig der vergangenen Saison bei Mario Sonnleitner, heute bis jetzt sehr gut aufgehoben. Aber vergessen wir nicht seinen großartigen Assist zum zwischenzeitlichen 1-0 Führungstreffer durch diesen Herrn, durch David De Paula, der wohl nicht mehr weitermachen kann. Marko Stankovic ist schon bereit für die Einwechslung. Ein absolut gelungenes
Austria-Liga-Debüt für den Spanier über 73 Minuten. Das hat nicht nur mit seinem wohlüberlegten Haken und Torschuss zum 1-0 zu tun. Der Mann hat gezeigt, dass er eine richtige Verstärkung für den wahrscheinlich bereits jetzt entthronten Titelverteidiger ist. Suttners Flanke. Ja, die Flanken des Markus Suttner, kaum habe ich sie kritisiert, werden immer besser. Auch da ist Eckstoß die richtige Entscheidung, da war nicht Hosiner zuletzt dran. Da war weit und breit kein Abnehmer für diesen Eckstoß von Salomon. Suttner setzt sich da gegen Hofmann durch, dann der Ball an die Strafraumkante, da waren alle Mitspieler in der Vorwärtsbewegung, da kommt Lindner weit raus, warum eigentlich? Hurtigen Schenkel ist der Austria-Goli wieder zurück in seinem Torraum. Stankovic zieht schon mal einen Freistoß. Ja, das sieht auch ganz so aus, als würde Stankovic 1:1 die Position von De Paula im Zentrum übernehmen. Wir sind, das ist unschwer anhand des Klatschens hier im Gerhard-Hanapi-Stadion zu erkennen, in der letzten Viertelstunde angekommen. Ja, brennt Hütteldorf nochmal so richtig im positiven Sinn. Die erste Hälfte, gebe ich offen zu, dieses Derbys hat mir besser gefallen. In der zweiten seine Mannschaft tonangebend. Mit Halbchancen, die dann durch nicht präzise genug gespielte Passbälle zu, naja, Achtelchancen wurden, einer guten Gelegenheit für Guido Burgstaller, der da schon wieder vor dem Tor von Lindner auftaucht, auf eine Flanke wartet, die nicht kommt. Jetzt gibt es Gelb für Steffen Hofmann, nach diesem Foul an Stankovic. Ja. Geht in Ordnung. Keine Chance mehr, den Ball zu erwischen. Auch geht der Fuß da Richtung Knie. Im Zuge der Herbstsaison hat Hofmann einige Fouls begangen und dafür auch gelbe Karten gesehen, weil er einfach körperlich nicht on top war. Weil er in solchen Situationen dann immer wieder ein, zwei Schritte zu spät dran war. Mittlerweile wirkt Steffen Hofmann wirklich wie einer, der auf 100% ist. Und einen vollfitten Hofmann kann Rapid sehr gut brauchen. So, von Deni Aller und Ulla Kamara war schon oft die Rede meinerseits. Jetzt kommen beide ins Spiel. Zunächst Deni Aller für Ulschau. Konnte dem Zehner, den er jetzt in der Frühsaison trägt, nicht immer gerecht werden. Aber jetzt gibt es große Emotionen. Die Rückkehr des Deni Aller in die Fußball-Bundesliga. Herzlich willkommen, schön, ihn wieder Fußball spielen zu sehen. Und auf der anderen Seite Stürmer für Stürmer. Das Bundesliga-Debüt von Ulla Kamara. Der Norweger löst Philipp Hosiner ab. Ulla Kamara oder auch die heißeste Transferaktie des Stefan Reiter.
einen Spieler geholt, der keine Sekunde für Rapid gespielt hat, für Ried gespielt hat. Zunächst an 1860 München verliehen und eben, wie erwähnt, sehr erfolgreich dann in Norwegen. 12 Tore in nur 14 Spielen, das brachte ihn dort sogar auf den dritten Endrang der Torschützenliste. Jetzt sind aber der Norweger und seine neuen Kollegen mal mit Defensivaufgaben beschäftigt. Eckstoß Hofmann. Steffen Hofmann. Na, und Tor! Also war Sabitzer noch dran oder nicht, ist die große Frage. Er denkt, er war dran. Eine gefinkelte Ecke von Hofmann. Naja. Also eine leichte Berührung von Sabitzer nehmen wir wahr. Damit geht das Tor auf seine imaginäre Kappe. Ja, und aus dieser Position erkennbar, dass die Berührung nicht nur leicht war. Lindner ist bedient. Rapid hat wieder einmal in dieser Spielzeit einen 0:1 Rückstand umgedreht. Ja, steht der Tropfen, höhlt nicht nur Uli Stein. Die Eckstöße von Hofmann waren gut. Dieser war sogar sehr gut. Das war kein korrekter Einwurf von Markus Suttner. Das hat der Schiedsrichter richtig erkannt. Daher geht der Ball in die Hände von Christopher Trimmel. Die Pirica betreibt noch mal Regelkunde bei Manuel Schüttengruber. Was hat die Austria in diesem Derby in den finalen Minuten noch zu beten? Boskovic. Wertlechner zündet da eine Kerze an. Rogul eine zweite. Hofmann die dritte. Zögerung gibt es den Freistoß pro Rapid, das versteht Florian Mader nicht, das versteht sein Trainer nicht. Boskovic. Ja, gut verlängert von Trimmel mit dem Kopf, aber dann eine bärenstarke Parade von Heinz Lindner, der wohl eine Entscheidung in Minute 83 verhindern kann. Vor dem 2:1 hat Steffen Hofmann Marcel Sabitzer noch genau geflüstert, wohin der Ball kommen wird. Was hat der Rapid-Flüsterer jetzt im Sinne? Ja, einen ähnlich starken Kopfball und die Partie ist gelaufen. Mario Sonnleitner entscheidet nach 83 Minuten das 308. Wiener Derby
zugunsten des SK Rapid. Na, da kommt auch Freude auf beim Präsidenten und beim neuen Sportdirektor. Wieder eine ganz starke Hofmann-Ecke. Suttner, der schon einige Ecken per Kopf gekehrt hatte, wird da unfreiwillig zum Vorbereiter für Sondleitner, der völlig unbeobachtet von den Gegenspielern da an der zweiten Stange lauert. Und das dann für einen Innenverteidiger technisch eigentlich ausgesprochen sauber löst. Ja, und die oft zitierte Rapid-Viertelstunde macht ihrem Namen heute mal wieder alle Ehre. Fünf Minuten vor dem offiziellen Ende plant Zoran Barisic mit einer Auswechslung. Dominik Stakel, der schon sehr lange Zeit hatte, den Körper auf die berühmte Betriebstemperatur zu bringen, wird kommen. Und jetzt gibt es sicherlich einen Mordsapplaus für den Rapid-Kapitän, denn der geht. Steffen Hofmann übergibt die Schleife an Christopher Trimmel. Mit zwei brennguten Eckstößen hat Steffen Hofmann dafür gesorgt, dass Rapid diese Partie dreht und letztlich wohl auch gewinnt. Und dass das bereits die 13. Auswechslung von Steffen Hofmann in dieser Saison ist, wird den Kapitän nicht weiter stören. Den Ball nicht behaupten gegen Sondleitner. Suttner, jetzt hat er viel Platz, um gut zu flanken. Und dann kommt Kamara angeschossen. Stankovic schießt auch. Da hätte diese Partie nochmal Spannung bekommen können. Das war natürlich unglaublich schwer für Kamara, den Ball da zu erwischen. Aber Stankovic, naja, den kann man im Bedarfsfall auch mal aufs Tor bringen. Also Rapid
klettert auf Platz 3, sitzt dem SV Grödig jetzt schon richtig schön im Nacken. Und die Austria droht nach dieser sich abzeichnenden Niederlage abzureißen. Nicht nur, was die Differenz zum großen Lokalrivalen betrifft. Barisic knabbert noch an der Uhr, macht seinen dritten und letzten Wechsel. Guido Burgstaller, der ewige Kämpfer. Eine super Aktion in dieser zweiten Hälfte, als er Ortlechner da in der Drehung aussteigen hat lassen, um dann an Lindner zu scheitern. Macht Platz für Mario Pavelic, der in der Vorbereitung des Öfteren auf der zentralen defensiven Position im Mittelfeld gespielt hat. An und für sich seine ersten Gehversuche in der Bundesliga von Barisic auf der Position des Außenverteidigers bekommen hat. Bundesliga, oder Kamera. Ja, Satz mit X war wohl nix. Verzeihen Sie, liebe Zuschauer, 3 Minuten Nachspielzeit gibt es noch. Die Austria braucht ein Riesenfußballwunder, um aus diesem Derby noch was Zählbares mitzunehmen. Rapid war praktisch über die gesamte Spielzeit das aktivere Team in diesem Derby und über weite Strecken auch das bessere. Und so gesehen geht dieser Sieg in Ordnung. Nach 7 Heimderbys ohne vollen Erfolg wird Grün-Weiß endlich wieder mal gewinnen, nachdem die Gesamt-Derby-Negativserie im Oktober ein Ende gefunden hat, wird auch dieser Heimfluch. Damit sind wir nicht beim Basketball-Cup-Final-Vorturnier heute ein Ende finden. Stakel. Es wird nichts mehr. In den vergangenen 4 Jahren hat die Austria jeweils ihr Frühjahrsauftaktspiel gewonnen. Rapid wird zum ersten Mal seit 2008 das erste Spiel im neuen Jahr gewinnen. Kann damit auch etwas entspannter heute in einer Woche das Auswärtsspiel gegen die Admira in Angriff nehmen für die Austria. Heißt es dann am kommenden Samstag im Heimspiel gegen Wiener Neustadt eigentlich schon ein Dreier muss her. Breuer im Zusammenspiel mit Salomon. Wir sind in der letzten Spielminute. Eine Suttner Flanke. Diesmal kommt Kamera zwar ran, aber nicht in wirklich optimaler Position. Thomas Petzus auch mit einem Sackerl-Rutscher ohne Plastiksackerl. Noch einmal James Holland mit Kamera. Da ist wieder Sonnleitner und das soll es jetzt gewesen sein. Rapid
Rapid in der ersten Hälfte von rechts nach links. Gestärkt von Dabi Erfolg, personell in Bestbesetzung. Hofmann kommt nicht vorbei, Schwab. Allerdings eines muss man auch festhalten, die Admira fühlt sich zuletzt daheim sehr wohl. 3 Siege in Folge. Und Rapid hat schon seit 4 Auswärtspartien nicht mehr gewinnen können. Erster guter Einsatz von Thomas Schrammel. Bekommt auch noch den Freistoß. Heute sein 111. Bundesligaspiel. Thanos Petzos und Christopher Dibon. Der war ganz gut getimt eigentlich für Burgstaller, aber es ist nicht so einfach gegen einen Richie Windbichler einen Zweikampf zu gewinnen. Zum einen verfügt dieser über ein sehr gutes Stellungsspiel, zum anderen über eine Grundschnelligkeit, die auch Burgstaller vor gewisse Aufgaben stellt. Fehler von Schwab, direkt in die Beine von Steffen Hofmann. Boskovic, Schrammel. Welches Team findet hier zuerst den Rhythmus? Und den Standard-Situationsrhythmus, den haben die Grün-Weißen in dieser Saison. Beeindruckende 20 Treffer sind da schon gefallen. Daran ist natürlich auch Steffen Hofmann beteiligt. Gegen die Austria hat es perfekt funktioniert, aber mit solchen Bällen ist natürlich nichts zu holen. Freundliche Fangübung für Manuel Kutin. Thürauer, Torschütze gegen Sturm, hat die 1-0-Führung gemacht für die Südstädter und jetzt der Konter von Rapid. Schön gespielt von Hofmann. Burgstaller muss jetzt in die Mitte spielen, macht er auch. Marcel Sabitzer hat früh erkannt, dass Burgstaller den Pass erläuft, hat sich dann in die Mitte orientiert, vom Laufweg alles in Ordnung. Die Balleroberung von Schaub zunächst und dann ist es ganz schnell gegangen. Über Abseits müssen wir hier nicht reden. Und vielleicht hätte der Pass noch früher kommen können. Aber dann hätte diesen vielleicht auch Christoph Schösswenter abgefangen. Alles in allem eigentlich ein schön gespielter Konter, bei dem der finale Pass dann nicht mehr zu 100% funktioniert hat. Sonnleitner hin. Kann natürlich passieren, sollte einem Christopher Dibon dennoch nicht passieren.
Erster technischer Fehler. Das war schon ein schlechter Einwurf von Zwierschitz. Gut gemacht von Wedrogo. Zu passiv Petzos bei diesem Zweikampf. Und dann der Fehlpass. Dennoch Rapid hat hier etwas besser reingefunden in dieses Spiel. Versucht früh zu stören. Aggressiv drauf zu gehen. Schwab. Stefan Auer. Das war zu offensichtlich, wie der Domoreau gearbeitet hat. An sich die Passidee sehr gut von Stefan Schwab. Behrendt und Schimpelsberger haben diesmal den Cut nicht geschafft. Auch das ein Zeichen dafür, wie quantitativ hochwertig momentan der Kader bei Rapid ist. Natürlich auch mit einer guten Qualität behaftet. Kaum Verletzungssorgen für Zoki Barisic und sein Trainerteam. Hervorragend gelöst von Schaub. Hofmann mit Übersicht für Savitzer. Und jetzt drückt Rapid nach und Savitzer kann den Pass spielen. Petzos. Gutes und wichtiges Tackling von Dibon. Wedrogo setzt nach. In Richtung Domoreau, der kommt zum Kopfball. Und so einfach war der gar nicht für Jan Novota. Unangenehm. Gerade noch so im Nachfassen. Schwer zu verteidigen für Trimmel. Erste gelungene Aktion der Admira nach 8 Minuten. Marius Sonnleitner, der Dabi schon wieder getroffen hat, schon bei 3 Saisontoren hält, damit sein persönlicher Torrekord für eine Saison eingestellt. Kein Foul an Burgstaller, gut gedoppelt worden. Zwierschitz, allerdings jetzt auch unter Druck und das Gegenpressing funktioniert bei Rapid. Und damit die nächste Angriffsmöglichkeit. Boskovic, guter Einwurf von Schrammel. Wir haben gesehen, dass Boskovic viel Raum hat. Christopher Trimmel. Ja.
was der Waldrogo vorhatte. Burgstaller. Schitz nimmt Uedrogo mit, in der Mitte winkt René Schicker, aber er bekommt noch nicht den entscheidenden Pass. Das wunderbar gelöst von Stefan Schwab. Domuro. Hinterläuft, macht Platz. Dietmira kommt über Thürauer. Kein Abseits von Thürauer. Handspielreklamationen, aber Muckenhammer hat laufen lassen. Ich denke auch zu Recht. Das war auch mein erster Eindruck. Abseits ja oder nein? Ja, ist auch egal, denn der Ball ist sowieso bei Matmira Keeper. Schauen wir nochmal drauf, ob da alles in Ordnung war. Zunächst korrekt. Kein Abseits von Thürauer. Und dann schauen wir auf die Handspielgeschichte. Ja, Handspiel war's. Aber nie und nimmer zu pfeifen. Jetzt Rapid mit der Möglichkeit. Da ist Schaub auf und davon. Wen nimmt er mit? Zunächst mal sich selbst. Und dann hat er es vielleicht ein bisschen übertrieben. Hofmann hätte am langen Eck gewartet. Hat den Sprint angezogen. Offene Geschichte mittlerweile. Also Mira hat auch spielerisch zugelegt. Mischt gut mit. Tempo ist in Ordnung. Nicht übermäßig hoch, aber durchaus interessant, diese Anfangsviertelstunde. Thanos Petzos, der sich immer wieder mit Boskovic abwechselt in Sachen Spielaufbau zwischen den beiden Innenverteidigern. Positioniert, Novota. Wieder Schaub. Gut den Ball abgedeckt, den Körper dazwischen gestellt und dann gibt es doch kein Vorbeikommen, aber den Freistoß gibt's. Ans Trikot. Nicht unmöglich für Thanos Petzos diese Distanz. Der war auch nicht so schlecht. Wir
geschätzt. Die Admira spielt recht ordentlich. Was noch nicht aufgeht, ist, dass man René Schicker nicht in Szene setzen kann. Dass Ouedraogo arbeitet und arbeitet, ist jetzt auch nichts Neues. Hier wird er fair vom Ball getrennt. Bezos. Burgstaller zeigt an, den Ball möchte ich haben, bekommt er auch. Konzentriert die Abwehraktion von Christoph Schösswenter. Savica. Sonnleitner. Die Admira lässt da die Innenverteidiger gewähren. Sie hatten sie auch recht damit. Hat dort Zwischitz Glück gehabt, dass der Pass nicht zum Gegenspieler mutiert. Interessanter Satz, also dass der Pass nicht zum Gegenspieler kommt, sollte es eher heißen. Aber ich denke, sie haben mich auch so verstanden. Divon Novotan bekommt einiges zu tun. Bleibt bisher locker. Ist ja nicht so, dass es keine Torhüterfehler gab in dieser Runde bisher. Ich denke da an Christian Dobnik und dann natürlich vor allem an den Sturmkeeper, wenn auch der Boden ein bisschen mitgespielt hat. Admira steht extrem tief,